Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Folge 94. Wir sind wieder, beziehungsweise immer noch auf der Höhlenfeld-Zitadelle. Und wir haben uns neues Essen gekauft. Trinken können wir erst in zwei Stufen. Anderthalb. Ja, würde ich sagen, machen wir weiter. Gibt die Quest. Talisman ist hier. Ach, ich falle immer wieder drauf rein. Ich würde sagen, irgendwas stimmt nicht mit unserem Mob-Map. Ich denke mal, wenn wir uns irgendwann oder wenn ich mich nachher ein auslogge nach der Folge, dann geht das alles wieder. Weil ich weiß, eigentlich funktioniert das. Habe ich ja schon getestet. Gut, aber ich habe das hier schon etwas öfters gemacht und weiß ungefähr, wo alles ist. Von daher, daran soll es nicht liegen. Das geht nämlich ganz gut hier. So, das ist nämlich ein Dämon. Allerdings war der jetzt nicht angezeigt. Eben wurden ganz viele angezeigt. Hösliches, ich glaube Knotenhaut kriegen wir daraus. Ich werde wieder angezeigt. Ach so, das sind die Vögel. Ah, okay, ich verstehe. Ich dachte, der hätte mir eben die Eber angezeigt. War schon ganz irritiert. Müssen jetzt unsere Freunde kommen. Tja, hier war wohl auch schon einer. Ach, der Paladin und sein Freund, der Schamane. So wie das aussieht, macht der Dual Boxing. Hier ist ja ein Realm, wo das erlaubt ist. Ein Realm, ein Server. Auf den anderen Servern und also auf den anderen Privatservern hatte ich so gelesen, dass das nicht erlaubt ist. Dual Boxing. Obwohl ich jetzt nicht so den Sinn darin sehe oder darin sehe, dass das Cheating ist oder so. Aber man muss ja trotzdem beide irgendwie spielen. Und Blizzard freut sich bestimmt, wenn eine Dual Box macht. Zahlt er mehr im Monat. Beziehungsweise das Doppelte richtig. Daher. Bin ich runterfallen? Und ich habe gesehen, Ende August kommt auch das neue Add-on raus. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das spiele. Das neue Add-on. Das ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht. Einerseits interessiert es mich, das andererseits. Nee. Ich denke mal, ich werde es mir nicht kaufen. Vielleicht werde ich irgendwann mal reingucken. Aber aber nö. Aber das funktioniert gut, die Sprengfalle. So. Den hier. Hol ihn dir. Oh, hol ihn dir, Tiger. Nee, das war falsch. Warum kriegst du den jetzt auf die Nase?
Immer die kleinen. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Macht aber schon wieder knapp. 200, ne? Oh, ja. Ja, sehr knapp. Ach, da ist noch einer. Oh, der hat jetzt nicht so viel Leben. Puh. Haben wir alle fertig? Gucken. Jawohl. Pfad des Ruhms können wir noch machen. Das ist quasi auch auf dem Weg. Das ist hier. Reiten jetzt einfach durch. Augen zu und durch. Ach Quatsch, hier ist Pfad des Ruhms. Warum latschen die einfach durch meine Eiswand ohne zu sterben? Dafür muss ich sterben. Kaum ist man hier, stirbt man. Upsala, was war das denn? Kaum ist man hier, muss man stundenlang sterben. Ja, hier, Quest-Verbreitung, irgendein Fehler. In Function. Ja, lass es mal in Function sein, ne? Und Pratt hat auch irgendwie einen Fehler. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Heute ist der Wurm drin. Zack, nee, ist es hier. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall sieht es eigentlich ganz gut aus. Und das mit den kontrollierten Basen funktioniert auch ganz gut. Und ich sehe, wir haben recht viel FPS sogar hier. Was ist denn los? Okay, dem Toten kann ich nichts ins Maul schieben. Das macht Sinn. Kurz warten. Wenn die Mana zusammen brauchen wir nicht direkt was trinken. 300. Das Tier wiederbeleben. Können wir beide essen, trinken. Jetzt hat er ja was Besseres zu essen. Die Wildkeule oder so. Oder Wildbret. Ich habe Wildbret. Schön. Ich habe seinen Arsch im Gesicht. Findet er wahrscheinlich auch nur lustig oder so. Ja, so sind die Katzen. So sind die Katzen. Ich hätte extra geguckt. Eine höhere Heilungsstufe haben wir noch nicht. Oder haben wir letztens geguckt? Können wir nämlich hier Pfad des Pein machen. Ich sehe es da auch schon ein bisschen finsteln, meine ich. Ja, da liegen nämlich so Knochen auf dem Boden. Genau, die segnet dann mit Weihwasser. Sachen geritzt. Nur das hat ein bisschen immer Abklingzeit. So, kurz warten. Komm wieder segnen. 10 Sekunden Abklingzeit. Wenn wir dann hier sind, können wir direkt die Schütztürme mitnehmen.
Wie gesagt, ich war schon ein paar Mal hier. Und ich hasse immer noch die lange Abdrehzeit von 10 Sekunden. Ich will dann immer drauf klicken und wundere mich, warum es nicht funktioniert. Ich würde gerne HDZ1 machen. Ich muss unbedingt mal eine Gruppe suchen. Na, schon wieder habt ihr gesehen. Klick, klick, funktioniert nicht. Jetzt. Manche Quests sind auch irgendwie hirnrissig, aber gut. Schon wieder. So, jetzt müssen wir noch 8 Sekunden warten. Oh, die sind aber groß. 63. Puh, warum sind die denn hier? Bis 63, okay. Ja, hier ist auch Magiska, wenn man hier ganz runter geht. Yeah, wieder ein Quest fertig. Und ich wollte gerade sagen, wo sind denn unsere Buffs hin? Aber hier ist auch von den kontrollierten Basen haben wir einen Buff bekommen. Und unsere Buffs sind ja weg, weil wir sind ja gestorben. Ich würde sagen, irgendwas stimmt nicht. Coolen Armbrust. Ich weiß nicht, ob die weglaufen. Ja, tun sie. Was ich bis jetzt hier noch nicht so hatte, dass die Gegner stehen bleiben. Dass man die einfach nicht abknallen kann. Oder? Das gibt es, aber ist uns noch nicht passiert. Hier im Raumquietchen. Komischen Wurm müssen wir auch bald töten. Das angucken, wir müssen theoretisch immer alles töten. Furchtbar, oder? Töte, 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 töte. Wenn man in der Gruppe ist, muss jeder dieses doofe Ding abschießen. Das weiß ich mittlerweile. Wobei ich auch mal gedacht habe, man braucht eigentlich nur einer muss das machen, alle bekommen es. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich war auch mit irgendwem nämlich hier, wir hatten das zusammen gemacht. Also ich schmeiß und du guckst, dass keiner kommt. Quasi. Kämpfen und umkämpfen ist Aste. Der hat nicht gezählt. Durften wir nochmal alle, aber wir mussten ja eh zurücklaufen, von daher. Ja, klar. Jäger pullt immer alles. Was? Dann auch wieder tot, ey.
Nein, nein, dann noch eine. Oh. Puh, zu viele. Weiß auch, weil die teilweise dann wegrennen. Weil alles so dicht an dicht steht. So ein Mist aber auch. Naja, da macht man nichts. Ja. Da macht man nichts. Wir viben uns quasi zum Erfolg. Aber wir schaffen das schon. Ich bin ja ganz positiv eingestellt. Ein Türmchen haben wir schon. Die Türme und so, das wird alles angezeigt. Aber der will mich trotzdem zum Talisman schicken. Muss man das denn abgeben, den komischen Talisman? Mal gucken. Da ist man sehr. Ah, okay. Tja, sieht ja nicht so. Gut, daran sieht man ja, dass irgendwas nicht stimmt, sonst würde mir das ja anzeigen, weil die Wege werden ja momentan auch nicht eingeblendet. Ihr seht Aero Boom. Ich denke mal, wenn wir ein- und aus oder wenn ich ein- und ausgeloggt habe, geht das wieder. Taktisch guten Punkt wählen. Ah, das ist schon nicht gut. Ja, wir müssen mal kurz warten, bis wir was mehr Maler Leben haben. Unser Pet schnell. Ich hoffe, das geht schnell. Das war jetzt nicht so, wie ich es wollte. Aber gut. Oh, schon wieder tot. Ah, das ist doch furchtbar. Oder was mit dir? Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Scheiße, mittlerweile auch ganz kaputt. Wo ist denn unsere Reparaturansicht? Da, 60%, ja gut. Schon schlimmer erlebt. Ich muss gleich unbedingt neu starten. Also das Spiel neu starten. Wuppdiwupp. Wie viel Uhr haben wir denn? Halb 10. Oh, passt, läuft, läuft bei uns. Schon scheiß Einstieg hat, funktioniert das Ganze nämlich nicht. Können wir theoretisch jetzt gleich auch unser Pet wiederbeleben, genau. Machen wir das wiederbeleben. Dann holen wir
Nein, wollen wir nicht. Wir beleben uns wieder. Füttern unseren guten Jungen. Gucken, dass wir nicht gehauen werden. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW, Folge 95. Teilt das Video, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben immer gerne. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!